So, und weiter geht's auch schon. Wir haben den Apfel verloren, müssen jetzt wieder finden. Und eventuell zurückerobern. Also, was ist die Mission? Weit vom Stamm, die Abtei im Sumpfland der Romanga nach dem Mönch im schwarzen Umhang, der den Apfelstahl durchsuchen. Ja. Das ist Sperrgebiet, da gibt's zwei Truppen Wachen. Eigentlich ja kein Problem. Ich werde es sogar genießen. Eine Prügelei. Die entscheiden wir mit dem Schwert. Friede sei mit euch. Grazie. Ob ihr mir wohl helfen könnt? Was sucht ihr? Ein Mönch in einer schwarzen Kutte, dem einer seiner Finger fehlt. Ah, Bruder Guido hat nur 19. Seid ihr sicher, dass es kein C war? Ziemlich sicher. Und dann haben wir noch Bruder Domenico, aber ihm fehlt der komplette linke Arm. Noch einmal, ich bin sicher, es war ein Finger. Ein Moment. Ich erinnere mich an einen Mönch mit 9 Fingern. Ja, natürlich. Beim letzten Festmahl für San Vincenzo, im Kloster. Echt? Cool. Das ging schnell. Ja, ich kenne den Ort. Ich versuche es dort. Grazie. Grazie. Grazie, mio amico. Das tue ich immer. So, schnapp ich mir den Gaul. Sind wieder auf einem Boot. Mann, das war ein bisschen zu schnell. Ohoho, wir müssen also jetzt zum Kloster in der Stadt. Der Mönch, den wir suchen, der befindet sich in der Stadt. Dio del cielo, er ist wahnsinnig! Schwangere Frau, fette Frau, Mann, wie auch immer. Ich töte alle, die hier durch wollen. Und ich töte alle, die mich daran hindern wollen, da durchzugehen. Aber wie sind wir jetzt da? Da in der Abtei. Da vorne ist der. Entschuldigt, Bruder. Ich frage mich, ob ihr mir... Teuflischer Dämon! Weiche von mir! Was ist denn? Du bist es, der Bruder Stefano getötet hat! Brüder! Das war einer der Pazzi. Zurückgekehrt. Das war vor 5... Nein, vor 10 Jahren! Ich will nichts damit zu tun haben! Alles verrückte!
Die Schmutzigen! Habt eingefangen. Ach so. Ich dachte, ich hab ihn eingefangen. Ah, Ezio, jetzt verschwende nicht noch Zeit. Ich hab ihn. Ich töte nur die, die andere töten. Und euer Bruder Stefano war ein Mörder. Ihr ganz gewiss nicht. Nun hört mir zu. Ich ja, suche jetzt einen sag's Mönch endlich. In schwarzer Kutte, dem ein Finger fehlt. Das seht ihr jetzt. Das ist das Zeichen der Assassinen an seinem Finger. Endlich. Ich hab's mal gesehen. Ihm fehlt ein Finger, sagt ihr? Meint ihr etwa wie Fra Savonarola? Savonarola. 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 Kennt ihr ihn? Ich kannte ihn. Er war einer von uns, eine Zeit. Und dann? Wir rieten ihn zu einem langen Einsiedler-Dasein in den Bergen. Es tut mir leid, aber sein Einsiedler-Dasein ist wohl zu Ende. Wohin kann er sich gewendet haben? Gute Güte. Santo Spirito. In Florenz. Dort hat er studiert. Vielleicht ist er dorthin zurück. Florenz. Also dürfen wir noch mal in Florenz morden. Ich danke euch. Geht mit Gott, Bruder. Was hat denn Gott damit zu tun? Girolamo Savonarola. Gucken wir mal in der Datenbank. Girolamo Savonarola. Ein dominikanischer Mönch aus Ferrara, der seinen Job sehr ernst nahm. Er sah die Exzesse seiner Zeit, wie die Reichen die Armen in den Dreck stampften, wie die Priester Ablässe ans Volk verkauften und wurde schließlich verrückt. Er nannte sich selbst ein Werkzeug Gottes, als er über Florenz kam. Seine Predigten versetzten einige Menschen in Ekstase. Er verlangte die Abschaffung jeglichen persönlichen Besitzes, ein Ende des Fortschritts, die Rückkehr nach Eden. Wissen wurde zum Feind. Und mit dem Edensplitter konnte er alles ausradieren. Bücher, Gemälde, Musikinstrumente. Er verbrannte alles im Fegefeuer der Eitelkeiten. Alles nahm seinen Lauf, als seine Legionen die Kontrolle übernahmen. Dann sank Florenz ins Dunkel. Ja, und das ist auch der Titel des zweiten DLCs, dass wir das gleich anfängt. Fegefeuer der Eitelkeiten. Und da müssen wir Savonarola die Kontrolle über Florenz entreißen. Er hat nämlich Lorenzo inzwischen getötet, falls Lorenzo nicht schon tot ist. Gehört Florenz jetzt nämlich Savonarola. Armes Florenz. Ich dachte, man muss sich so viel Mühe mit den Pazzi, um die auszulöschen und Florenz vor den Templern zu retten. Und dann kommt so ein Mönch, schnappt sich den Edensplitter und schnappt sich auch noch Florenz. Ich hasse sowas. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ein bisschen. Zumindest. Ein kleines bisschen. Hey Desmond, ich glaube, ich habe die Erinnerung repariert. Versuch doch mal, sie zu öffnen. Thanks, Rebecca, Lucy, Rebecca. Danke, Rebecca. Jo, er lädt und lädt und lädt. Wir kehren nach Florenz zurück.
die Stadt noch einmal zu retten. Wie lange ist es her? 10 Jahre, dass wir hier waren? 10 Jahre etwa. Nein, es sind fast 20 Jahre vergangen. 1476, 78, 78 waren wir das letzte Mal hier. Und jetzt sind wir... Ja, 78 sind 19 Jahre gewesen. Und Rodrigo ist auch inzwischen Papst geworden. Also wird dieser Savonarola jetzt hier schon seit, lass mich mal nachrechnen, seit 9 Jahren über Florenz herrschen. 9 Jahre! Das arme Volk. Was hat Ezio in 9 Jahren gemacht? Ah ja, wir sind in Florenz. Aber nein, hier fange ich jetzt nicht an. Ich mache jetzt nämlich hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Episode. Also, bis dann.